Hi. Warten Sie auf mich? Morgen, Sir. Ja, tun wir. Unser Beileid übrigens. Danke. Nennen Sie mich Adrian. Gut, Adrian. Ich bin Greg, das da ist Steve. Sie sind hier jetzt der Boss, richtig? Sieht so aus, ja. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen. Alles klar, Boss. Dann fangen Sie am besten gleich damit an. Miss Antolini hat nämlich vergessen, uns weitere Anweisungen zu geben. Anweisungen? Renovierungsmäßig? Ich weiß nicht. Ich habe mich noch gar nicht genau umgesehen. Ach ja? Dann sollten Sie sich vielleicht erst einen Überblick verschaffen. Es gibt jede Menge Baustellen. Und wieso machen Sie nicht einfach irgendwo weiter? Nichts für ungut, Sir, von und zu Gordon, aber wäre doch schön zu wissen, ob die gute Lady auch was hinterlassen hat. Ich meine, außer den Baustellen. Sie meinen geldtechnisch? Ja. Gut, ich werde mich darum kümmern. Dann bis später, Sir. Wir warten vor dem Schloss. Das ist dann wohl mein neues Zuhause. Black Mirror Castle. Auf jeden Fall geräumiger als meine Studentenbude und die Zelle im Knast. Wenn auch nicht unbedingt heller. Von hier aus sieht das Schloss richtig bedrohlich aus. Ich glaube, der Postbote war schon da. Schauen wir mal nach. Ein Brief und die Zeitung. Oh, das Bild von mir. Das ist das, was ich für Murray gemacht habe. Dieser kriegt wohl nie genug. Will nicht wissen, was er der Zeitung dafür abgeknöpft hat. Naja, mal lesen, was hier steht. Black Mirror Castle hat einen neuen Schlossherrn. Wie sich herausgestellt hat, ist der junge Amerikaner Darren M. Punkt, dem der Vorwurf der Brandstiftung bisher nicht nachgewiesen werden konnte, der letzte Nachfahre der Gordon-Familie. Na klasse. Spätestens jetzt denkt jeder, dass ich mir mein Erbe erkokelt habe und, was noch schlimmer sein dürfte, dass ich reich bin. Ich schmeiße die Zeitung weg. Ein Brief an mich? Seltsam. Dabei bin ich doch gerade erst eingezogen. Des Hüters dritte Tugend sei Barmherzigkeit. So wie das Wasser jeden Tropfen aufnimmt und zu einem mächtigen Ozean heranwachsen lässt, so soll jeder Hilferuf gehört werden und ein Meer von Antworten finden. Schon wieder so eine kryptische Nachricht. Nein, danke. Die letzte hat mich direkt in die Fänge eines Irren getrieben. Das Schloss an sich ist ja schon unheimlich genug. Aber der Ruß an der Fassade lässt es aussehen, als käme es direkt aus den Kulissen einer Geisterbahn. Ich sollte ihn entfernen lassen. Eine Lunchbox. Schätze, die gehört Greg. Ist nur noch eine große Packung Zahnstocher drin. Da hat wohl jemand viele Zahnen.
ein riesiger Steinblock mit einem Geheimfach. Aber da ist nichts mehr drin. Ich hatte es vor dem Schlossbrand schon entdeckt. Lecker. Getrockneter Tapetenkleister. Erstaunlich. Die neuen Kacheln sehen genauso alt aus wie die alten. Das Obergeschoss auf einem Haufen. Wieso der Bauschutt in die Schlosshalle geleitet wird und nicht nach draußen, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Das Wappen der Gordons. Recht unspektakulär. Ich hätte eher einen feuerspeienden Drachen erwartet oder einen Greifvogel mit blutigen Krallen. Der Globus ist aus Metall. Ich sehe keine Schweißnaht. Ich frage mich, wie sie den durch die Tür gekriegt haben. Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden abdecken, damit sie nicht alles dreckig machen. Aber bei der Bude hier ist es mittlerweile egal. Ich lasse sie hier liegen. Falls ich Baufolie brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Irgendwie sind mir Hunde mittlerweile suspekt. Der Stammbaum meiner Familie. Der Stammbaum. Da ist bestimmt eine Minibar drin versteckt. Interessiert mich aber jetzt nicht. Das ist die einzige Stelle in der Bibliothek, die vom Feuer angegriffen wurde. Zum Glück. Als wäre das Bücherchaos nicht schon genug, hat man auch noch alle Schubladen rausgezogen. Irgendwer scheint hier die Funktion des Bücherregals nicht verstanden zu haben. Ich würde mich gerne einen Moment ausruhen. In der Ecke steht eine reich verzierte, mächtige Säule. Auf ihr ruht das Gewicht des Schlosses. In der Ecke steht eine... Mein Telefon! Was wäre eine Teestube ohne eine Teekanne? Diese hier wird als Blumentopf missbraucht. Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Oh, gesund ist was anderes. Rechnungen, 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 Kontoauszüge. Leere Briefumschläge. Von wem ist der hier? Città del Vaticano, Roma, Italia. Der ist vom Vatikan. Was hatte Victoria denn mit dem Vatikan zu schaffen? Alle drei Monate gibt es einen Geldeingang von 6.000 Pfund.
kein Hinweis von wem. Hier steht nur, dass er von Hand einbezahlt wurde. Der letzte Eingang ist schon 4 Monate her. Und vor 2 Wochen wurde fast alles abgehoben. Von Valentina Antolini? Mit einer Bevollmächtigung von Victoria Gordon. Das war wohl das Geld für die Handwerker. Ein leerer Umschlag. Er trägt das Wappen des Vatikans. Dem Stempel nach wurde er vor 2 Wochen abgeschickt. Die Uhr ist stehen geblieben. Wahrscheinlich schon im letzten Jahrhundert. Hässliche Dinger. Ich weiß nicht, was manche Leute an Statuen von nackten Kindern mit Flügeln so toll finden. Maria, die Mutter aller Statuen. Pferdezucht wurde hier mal ganz groß geschrieben. Die Skulptur stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Pferdezucht wurde hier. Der Sockel ist vermutlich aus Marmor. Der Sockel ist vermutlich aus. Die weiße Frau. Das große Mysterium. Was soll das? Das Blut ist weg, aber da ist ein schwarzer Fleck, genau da, wo ich das Bild berührt habe. Oder war der vorher auch schon da? Nein, ich fasse es lieber nicht nochmal an. Da ist Victorias Schmuck drin. Ringe, Halsketten und Ohrringe. Da ist Victorias Schmuck drin. Das sind die Überwachungsgeräte und Medikamente von Victoria. Hätte Miss Antolini die nicht mitnehmen müssen? Oder kommt jemand anderes von der Diakonie, um sie abzuholen? Werde ich mich wohl drum kümmern müssen. Es gibt in dem Gang nur noch eine Tür und die ist abgeschlossen. Die Schlüssel fürs Schloss hat mir der Notar gegeben. Seltsam. Keiner der Schlüssel passt. Kisten voller Kram. Hätte vermutlich auch niemand vermisst, wenn sie verbrannt wären. Oh, schöne Zweihänder mit geschliffenen Stahlklingen. Lieblos an die Wand gedübelt. Und auch noch neben einem ordinären Morgenstern, wie ihn nur Räuber und Gesindel schwingen. Wer immer diese Waffen hier aufgehängt hat, hatte keine Ahnung davon. Da stehen angetrocknete Farbeimer. Wer weiß, ob diese Wände jemals damit in Berührung kommen werden. Eine Matratze scheint mir doch etwas untypisch für ein Versteck der Gordons zu sein. Eine Matratze. Grüne Geisterfunzeln. Sehr heimelig. Ein Stapel alter Bilder.
Wie es aussieht, konnten sie vor dem Feuer gerade noch gerettet werden. Viele davon sind ein wenig angeschwärzt. Ein Stapel alter Bilder. Wie es aussieht, konnten sie vor dem Feuer gerade noch gerettet werden. Viele davon sind ein wenig angeschwärzt. Kein Geschirr mehr drin. Wahrscheinlich alles beim Brand geplatzt. Die Tür ist verschlossen. Ein passender Schlüssel ist dabei. Die Tür ist aufgeschlossen. Das Schloss ist fast abgebrannt. Kein Wunder, dass es überall dreckig ist. Ich nehme an, dass in diesen Fässern Wein lagert. Aber so alt wie hier alles ist, könnte der schon Essig sein. Das sind Rohrschellen, sowas wie Kabelbinder aus Metall. Extrem nützlich. Schnell aushärtender Bauschaum. Extra stabil. Bestens geeignet für Feuchträume. Eine Stehleiter, wie man sie zum Auswechseln von Glühbirnen verwendet. Oder um sich zu erhängen. Putzkram ist da. Nur niemand zum Saubermachen. Prima, ein Verlängerungskabel. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz. Der Eimer ist bis zur... Aha, warum sollte das Kellerlicht in Black Mirror Castle auch funktionieren? Eine Steckdose. Ob da Strom drauf ist? Eine Steckdose. Hier ist es finster wie in Mordreds armer Seele. Also da gehe ich nicht weiter. Victoria hat ihr Geld sicher nicht im Keller versteckt. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Sie sollen mir den Eingang weisen, nur wohin und wie? Der sieht noch älter aus als das Schloss, falls das überhaupt möglich ist. Hier geht es ein paar Meter runter und dann beginnt der größere umliegende Garten. Die passendere Bezeichnung wäre Wildnis. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Eine Leiter. Wer weiß, wann sie hier hergestellt wurde und wozu? Ganz schön hoch, dieses Gewächshaus. Ist wohl eher so etwas wie eine Orangerie, wo im Winter die Zitrusbäume untergestellt werden. Nicht gerade das, was man unter einem Schlossgarten versteht. Louis scheint seinen Job schon länger nicht mehr so richtig ernst genommen zu haben. Boah,
Tür ist ja fast am Rahmen festgerostet. Das Gewächshaus hat Louis auf jeden Fall mehr als 3 Wochen nicht mehr von innen gesehen. Hier müsste dringend aufgeräumt werden. Willkommen. Hier ist die eine Hälfte vertrocknet und die andere vergammelt. Sehr ungewöhnlich, einen Teppich in ein Gewächshaus zu legen. Die Fugen zwischen den Kacheln sind nicht gefüllt. Die Kacheln sind hier nur locker nebeneinander gelegt. Die Kacheln waren hier nur lose draufgelegt. Sie verdecken eine Bodenluke. Und wo geht es dahin? Auf jeden Fall weit runter. Sieht aus wie ein alter Brunnenschacht. Da liegt ein Koffer auf einer Art Mauervorsprung. Wer den da wohl deponiert hat? Was haben wir denn da? Einen Gartenschlauch. Schläuche haben mir bisher immer Glück gebracht. Das ist ein Wassereimer. Gewesen. Naja, vielleicht kann ich ihn für etwas anderes brauchen. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann, ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Trotzdem schade, dass sie so beschmiert wurde. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem Schild steht, es handelt sich um einen Hügelbaldrian. Eine vertrocknete Pflanze. Das war wohl mal eine Harke. Jetzt ist es nur noch ein langer Holzstiel. Der untere Teil ist abgebrochen. Ich habe die Rohrschellen am Stiel angebracht. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr daran befestigen. Hervorragend! Damit habe ich eine Art Enterhaken. Jetzt bloß nicht ungeschickt anstellen, sonst fällt er vom Sims. Hab ihn! Ein schwarzer Plastikkoffer. Mal sehen, was drin ist. Ein 10-Pfund-Schein? Eine Flasche Wein und? Ein Notizbuch. Vielleicht verrät mir das den Besitzer. Hier auf der ersten Seite steht Henry Stanton. Was hat dieser Henry denn notiert? Das ist ja interessant. Scheint so eine Art Spitzel gewesen zu sein. Zumindest hat er hier akribisch festgehalten, wann sich welcher Schlossbewohner in der Teestube aufgehalten hat. 15 Uhr. Tea Time beendet. Victoria vergisst wieder, das Pferd zu schließen. 15.15 Uhr. Bates kontrolliert den Verschluss. Notiz: Der Schlüssel ist am alten Dirkham Gordon versteckt. 16 Uhr. Teezimmer leer.
Gelegenheit nutzen? 16.30 Uhr? Besuch von Dr. Herman. Und so in der Art geht es weiter. Außerdem ist hier noch eine Zeichnung von einem Pferd. Mal sehen. Vielleicht ist dieser Durkheim Gordon ja hier dabei. Also es steht zumindest kein Durkheim Gordon dran. Die einzigen Namen sind Lillian, Garmor und Lothar Gordon. Die restlichen Bilder haben nur Jahreszahlen. Wenn ich wüsste, wer von denen wann gelebt hat, könnte man die Auswahl etwas eingrenzen. Durkheim Gordon. Mal sehen. Ah, hier ist er ja. Verheiratet mit Lillian Gordon. Lillian Gordon war Durkhams Frau. Ihr Porträt wurde 1662 gemalt. Hier ist eins von 1659. Das könnte Durkheim sein. Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Auch hinten drauf ist nichts Besonderes. Ganz sicher das Porträt von Durkheim Gordon. Der Rahmen ist angekohlt, aber dem Bild scheint der Brand nichts ausgemacht zu haben. Das Stück Rahmen hier scheint lose zu sein. Vielleicht ist es beim Transport rausgebrochen. Aha. Das sieht nicht so aus, als wäre das Stück zufällig herausgebrochen. Eher wie herausgesägt. Was ist denn das? Hier sind 7 kleine Löcher. 7 kleine Löcher. Vielleicht eine Art Reparaturmaßnahme? Ein verkohltes Stück Bilderrahmen. Es stecken 2 Metallstifte drin. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Die Löcher sind unterschiedlich tief. Ha! Eine geniale Idee. Ich breche die Zahnstocher alle auf einer Linie ab und stecke sie dann in die Löcher in dem Stück Rahmen. So habe ich ein Abbild des Schlüssels. Ein Meisterwerk der Improvisation. Zwar nicht so hübsch wie das Original, aber ich hoffe, es funktioniert genauso gut. Das ist das Pferd, von dem Henry in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Das ist das. Also, Fury? Wo ist dein Geheimnis? Wenn das mal kein Knopf ist. Nichts passiert.
Na bitte, das passt. Ich habe ein Klacken gehört. Ha, geschafft! Wow, das müssen Tausende von Pfund sein. Besser, es erfährt niemand davon. Für den Inspektor wäre das ein gefundenes Fressen. Ich nehme nur ein paar Scheine mit. Als Bezahlung für den werten Herrn Greg. Das sind etwa 800 Pfund. Die werden für die Handwerker reichen. Hui, ein uralter Brief. Aus Mordreds Zeiten. Mit Wappen und Siegel. Sieht aus, als käme er direkt von einem König. Der Brief stammt von einem Schreiber des Papstes Innozenz III. Darin steht die weitere Vorgehensweise bezüglich des Zwischenfalls mit Mordred. Brief des Heiligen Vaters Papst Innozenz III. An den getreuen Lord Marcus Gordon, Duke of Black Mirror. Bester Lord Marcus Gordon, ich schreibe in großer Sorge über die Entwicklungen im Fall Mordred. Meinen Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise ist umgehend Folge zu leisten. Als erstes verlange ich strengste Geheimhaltung und die Versiegelung sämtlicher Zugänge zum Ritualraum. Des Weiteren soll eine Akademie eingerichtet werden, um die Möglichkeiten für die 5 kleinen Portale genauer zu erforschen. Was das große Portal angeht, so sind sämtliche Aufzeichnungen dazu umgehend in das Archiv des Vatikans zu übersenden, da das Bekanntwerden seiner Existenz das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern würde. Das Sprechen, Denken und Schreiben über das Schattenportal ist ab sofort ein Akt der Ketzerei und muss nach den Regeln des 4. Lateranum bestraft werden. Die Gordons sind von heute an bis auf päpstlichen Widerruf dafür verantwortlich, dass niemals jemand dem Schattenportal zu nahe kommt. Mit großem Vertrauen in euch und unendlicher Zuversicht in Gott sende ich euch meinen apostolischen Segen. Aus dem Vatikan, 29. September 1213, am Festtag des heiligen Erzengels Michael. Innozenz der Dritte. Aus Erde geformt, in Schuld empfangen, zur Strafe geboren, tut der Mensch Böses, das nicht gestattet ist, Schändliches, das sich nicht geziemt, Eitles, das nichts nützt und wird schließlich zur Nahrung des Feuers, zur Speise der Würmer zu einem Haufen Fäulnis. De miseria conditionis humanae, die Unvollkommenheit des menschlichen Daseins. Auf der Rückseite hat jemand etwas notiert. Die Schrift sieht allerdings nicht so alt aus wie die auf der Vorderseite. Der Menhir in der Halle muss versteckt werden. Die Menhire, die rund um das Schloss stehen, scheinen direkt mit den Dämonentoren zusammenzuhängen. Ob es das war, was Victoria mir sagen wollte, bevor sie starb? Ich sollte mir die Verteilung der Menhire auf meiner Karte notieren. Ich schließe den Safe sicherheitshalber wieder.
Das ist Greg. Er schaut Steve bei der Arbeit zu. Steve, der fleißigere von den beiden Handwerkern, möchte zu gern wissen, warum er Löcher in mein Schloss bohrt. Hi, Greg. Hey, Adrian. Haben Sie die Finanzen geklärt? Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Ja, das sieht gut aus. Werden Sie jetzt Ihre Arbeit fortsetzen? Das kommt drauf an. Haben Sie denn was für mich? Warum liegen in der Bibliothek eigentlich die ganzen Bücher kreuz und quer im Raum verteilt? Da müssen Sie Miss Antolini fragen. Die hat sich da öfter eins gegriffen. Hatte anscheinend nicht viel zu tun. Hat ständig gelesen. Diese medizinischen Geräte in Victorias Zimmer, werden die irgendwann abgeholt? Davon gehe ich aus. Sind vermutlich nicht gerade billig. Das wird sich die Diakonie sicher zurückholen. Diese Miss Antolini, wo ist sie überhaupt hin? War nicht einmal zur Beerdigung da. Was weiß ich. Ist wohl wieder ins Kloster zurück. Fragen Sie doch mal den Pfarrer. Der spielt im selben Verein. Und von ihr haben Sie den Auftrag bekommen, das Schloss zu renovieren. Richtig. Hat uns abgeworben. Waren vorher beim alten Murray für einen Hungerlohn. Hier bekommen wir das Doppelte. Im Keller gibt's kein Licht. Ist bekannt. Vorerst wird das auch so bleiben. Das Löschwasser hat den ganzen Keller geflutet und dort unten liegen überall Stromkabel. Viel zu gefährlich. Das eine Zimmer auf dem oberen Korridor ist abgeschlossen. Das von Miss Antolini? Ja, das hat sie immer abgeschlossen. Hatte wohl Angst, dass wir sie nachts besuchen kommen. Wie kommt es, dass ich als Schlossherr keinen Schlüssel dafür habe? Wahrscheinlich hat sie ihn mitgenommen. Können Sie die Tür für mich öffnen? Wozu? Das Zimmer ist doch schon komplett renoviert. Miss Antolini wird die nächsten Tage sicher nochmal hier auftauchen oder den Schlüssel zurückschicken. Und wenn nicht? Dann kann ich Ihnen die Tür immer noch demolieren. Vielen Dank auch. Die Teestube. Ist gestern fertig geworden. Und warum ist da ein riesiger Schimmelfleck an der Wand? Es war Löschwasser in den Wänden. Ich habe alles fachgerecht getrocknet, bevor ich tapeziert habe. Na, so fachgerecht kann das nicht gewesen sein. Er ist ja wieder da. Dann werde ich wohl noch eine Dose Schimmel-Ex bestellen müssen. Die kommt sicher nicht vor nächster Woche, richtig? Ich sehe schon, Sie sind Optimist. Was können Sie denn alles? Na, das, was man als Handwerker hier auf dem Dorf eben können muss. Tapezieren, streichen, Fußböden verlegen, Kabel verlegen. Da wird sich was finden lassen. Die Fassade könnte mal von dem ganzen Ruß befreit werden. Sie werden doch irgendwo eine Bürste haben. Ja, nur Miss Antolini meinte, die Fassade wäre nicht so wichtig. Sehe ich etwa aus wie Miss Antolini? Schon gut, Adrian. Ich mache mich ja gleich an die Arbeit. Und ab jetzt, Sir Adrian, wenn ich bitten darf. Nanu? Telefon? Wer mag das sein? Hallo? Oh, hallo, Dr. Winterbottom. Alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo, Adrian. Das wollte ich eigentlich Sie fragen. Alles okay soweit, danke. Sie sind schon 5 Minuten zu spät für unsere Hypnosesitzung. Ich habe noch andere Termine und würde diese ungern verschieben. Ach ja, oh, entschuldigen Sie. Ich ziehe mich noch kurz um und komme sofort, okay? Ich bin gleich bei Ihnen. In Ordnung. Bis gleich, Adrian.
Da waren Sterne. Mitten im Erdloch. Was für ein Erdloch? In das Angelina gefallen ist? Ja. Und als ich da reinschaute, habe ich zuerst gar nichts gesehen. Nur Schwärze. Und dann war da aber was in der Dunkelheit. Kleine, flimmernde Lichtpunkte. Bis ich begriff, dass es Sterne waren, die da funkelten, unter der Erde. Eine schöne Vorstellung. Sie waren angeordnet wie ein Sternbild. Welches Sternbild? Das weiß ich nicht. Außer dem kleinen und dem großen Wagen kenne ich kaum eins. Ich schon. Zeichnen Sie mir die Sterne doch einmal auf, Adrian. Vielleicht kenne ich das passende Sternbild dazu. Sternbilder stellen meist mythologische Figuren dar. Vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Sieht ein bisschen aus wie die Corona Borealis, die nördliche Krone. Aber die besteht aus 7 Sternen, nicht bloß aus 6. Außerdem ist sie nach oben offen, von der Nordhalbkugel aus gesehen, also kommt ja auf den Standpunkt an. Die Corona Australis, die südliche Krone, die könnte von der Form her schon eher passen. Die ist nach unten offen. Aber die hat noch ein paar Sterne mehr, nämlich 11, wenn man die Doppelsterne einzeln zählt. Sind Sie sicher, dass auf Ihrer Zeichnung nichts fehlt? Ja, ganz sicher. 6 Sterne, genau so sah es aus. Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kenne kein Sternbild, das so aussieht. Tut mir leid, Adrian. Na, macht nichts. Vielleicht bedeutet es ja auch gar nichts. Vielleicht. Wenn es wichtig für Sie ist, wird es sich früher oder später noch einmal zeigen. Adrian, vertrauen Sie darauf. Und wie geht es Ihnen sonst? Ich meine, als frisch gebackener Schlossherr. Irgendwie seltsam. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in Boston verbracht, als Darren. Und nun bin ich hier, darf mich der letzte Gordon nennen und sitze allein in einem halb verbrannten Geisterschloss. Zum Glück sind die Handwerker da, sonst hätte ich bald das Gefühl, dass ich selbst ein Geist bin. Ich bin ja auch noch da, Adrian. Sie sind nicht allein. Hatten Sie die Gelegenheit, sich von Ihrer Urgroßmutter zu verabschieden? Ja, das war gut. Sie hat mir noch einiges mit auf den Weg gegeben. Darf ich fragen, was Ihre letzten Worte an Sie waren? Sie hat mir gesagt, wie ich meinen Seelenfrieden finden kann. Ich soll es nicht machen wie mein Vater, sondern den Weg bis zum bitteren Ende gehen und bei den Menhiren anfangen. Bei den Menhiren? Das hat sie immerzu wiederholt. Bei den Menhiren, bei den Menhiren. Es schien ihr enorm wichtig zu sein. Dann sollten Sie das wohl beherzigen. Die Zeichnung nehme ich besser mit. Vielleicht fällt mir ja noch was dazu ein. Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung gemacht. Es ist ungefähr das Sternbild, das ich im Traum gesehen habe. Die berühmte Psychiater-Couch hatte ich bis jetzt immer für einen Scherz gehalten, aber es ist eigentlich ganz angenehm da drauf. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Es gibt da Portale, die ich finden muss. Es sind Eingänge zu einem geheimnisvollen Ort, der vielleicht die Ursache für all das Übel ist. Wie kommen Sie darauf? Wer hat Ihnen davon erzählt? Victoria. Kurz bevor sie starb. Vielleicht hat sie ja fantasiert. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wovon sie spricht. Adrian, ich halte es für problematisch, an einen Ort zu glauben, der für etwas verantwortlich sein soll. Damit schiebt man nur alles von sich weg. Das ist keine Frage des Glaubens. Diesen Ort gibt es wirklich. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Von 60 auf 90 Milligramm. Ich dachte wirklich, wir wären schon weiter. Anscheinend hatte meine Familie Kontakt zum Vatikan. Das ist für ein so altes Adelshaus doch nichts Verwunderliches, oder?
Sie sagten, Sie kannten Dr. Herman? Ja, er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Wir haben uns beim Studium kennengelernt. Eine schöne Zeit war das. Ich habe dann aber bald gemerkt, dass die Pathologie nicht wirklich etwas für mich ist. Im Gegensatz zu Heinz war ich immer schon mehr für die Lebenden zu haben. Sie haben Pathologie studiert? Unter anderem, ja. Erstaunt Sie das? Eigentlich nicht wirklich. Von den berühmten Gordon-Brüdern Marcus und Mordred haben Sie doch bestimmt schon was gehört. Marcus und Mordred? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich meine die, die das Schloss erbaut haben, Black Mirror Castle, vor 800 Jahren. Ach so, die. Nein, was hört man denn von denen? Haben Sie sie gesehen, Adrian? Was haben Sie ihnen erzählt? Hä? Sie halten mich wirklich für verrückt, was? Nein, nein, im Traum meinte ich. Im Traum. Es ist jetzt schon länger her, dass ich Visionen hatte. Bestimmt 3 Tage. Was bedeutet das? Ich würde sagen, das bedeutet, dass die Medikamente gut anschlagen. Es könnte auch sein, dass die aufwühlenden Ereignisse der letzten Tage die Bilder der Vergangenheit vorübergehend verdrängt haben. So oder so, wir sind auf dem richtigen Weg. Bis später. Machen Sie's gut. Oh, Mr. Michaels, gut, dass Sie kommen. Zu Ihnen wollte ich gerade. Zu mir? Wieso? Ist mal wieder jemand ermordet worden? Das ist noch nicht ganz klar. Zumindest gab es einen Todesfall vor dem Schloss, auf Ihrem Grundstück. Wie bitte? Sie machen Witze, Zack. Das würde ich niemals tun, Mr. Michaels. Bitte kommen Sie mit zum Schloss, der Inspektor will mit Ihnen reden. Ich komme. Hier, kommen Sie, sehen Sie. Da ist es. Da wurde Gregory erschlagen. Der wurde allerdings schon abtransportiert. Direkt vom steinernen Totenschädel. Da war nichts mehr zu machen. Ich nehme an, der Inspektor will mich sprechen, Zack? Und er ist schon mal vorgegangen und wartet im Schloss auf mich, richtig? So sieht's aus. Sir? Ja? Hätten Sie kurz einen Moment? Wegen Gregory? Ja, auch. Können Sie mir sagen, wie genau der Unfall passiert ist? Der Steinschädel von da oben hat Greg erschlagen. Ja, das dachte ich mir schon, aber wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Greg war ja allein hier draußen. Wollte die Fassade putzen, wie Sie gesagt haben. Da hat er vielleicht eine Pinkelpause eingelegt und als er unter dem Schädel langkam, bam! Vermutlich ist der jahrhundertealte Stein durch den Brand rissig geworden und in sich gebrochen. Vielleicht haben ja die Vibrationen der Bohrmaschine das Gemäuer erschüttert und dann ist der lose Brocken einfach abgefallen. So erklären Sie sich das. Aber wenn Sie mich fragen, dann passiert hier nichts einfach so. Dieses Schloss ist verhext. Und das weiß jeder hier. Die Mauern leben. Wenn wir ein Loch zugemauert haben, war es am nächsten Tag wieder da. Genauso mit dem Schädel. Der hat nur darauf gewartet, dass jemand unter ihm steht, um abzufallen. So sehe ich das. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Sir, aber ich will nicht der Nächste sein. Was soll das heißen, Steve? Wollen Sie etwa kündigen? Ja, tut mir leid, Sir, aber ich hätte auf meine Frau hören sollen. Die wollte von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Lieber bei Murray ohne bezahlte Pausen arbeiten, als im Black Mirror Castle ohne Kopf. Das hat sie gesagt und ich hätte auf sie hören sollen. Steve, warten Sie! Tut mir leid, Sir. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Finden Sie jemanden, dem Sie das Schloss verkaufen können. Irgendeinem reichen Bekannten von Ihnen aus Amerika. Und bis dahin... bleiben Sie nicht unter einem Steinschädel stehen. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Ding nennt, aber
Steve hat damit tiefe Löcher in den Stein gebohrt. Es ist groß, schwer und macht eine Menge Lärm. Tim Taylor würde sagen, ho, ein Männerspielzeug. Mit Benzinmotor. Aber laut Anzeige ist der Tank leer. Ich sollte erst einmal Benzin besorgen. Ist das das Zeug, mit dem Greg die Fassade reinigen wollte? Das ist Industriereiniger. So viele Warnhinweise habe ich bisher nur auf Säureflaschen gesehen. Den nehme ich mit. Und die Bürste hier auch. Putzen kann man hier schließlich genug. Das ist Blut. Gregs Blut. Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Erschlagen von einem Totenschädel. Unbegreiflich. Und was ist das hier? Schwarzer Schimmel? Seltsam. Ich dachte immer, Schimmel bevorzugt dunkle und luftdichte Stellen. Komisch, dass er ausgerechnet an diesem luftigen Platz wächst. Das Schloss scheint wirklich langsam zu vergammeln. Höchste Zeit, dass es renoviert wird. Noch besser wäre wahrscheinlich ausräuchern. Aber gründlich. Kann ich kurz etwas fragen? Vielleicht sollten Sie sich das verlassene Haus mal ansehen. Ich glaube, da geschehen seltsame Dinge. Aha. Und was für Dinge? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da werden Menschen gefoltert. Klar. Was sollte man in einem verlassenen Haus im Wald auch sonst tun? Wieso nimmt mich hier keiner ernst? Soll ich Ihnen noch mal Ihre Aussage vorlesen? Blutige Rituale, jahrhundertealte Flüche, ein mysteriöser Orden und eine mordende Zwillingsschwester. Schon gut, vergessen Sie's. Kennen Sie die Geschichte der Gordon-Brüder? Marcus und Mordred? Nein, aber ich kenne die von Tom und Bobby. Und die reicht mir voll und ganz. Alles klar. Auf Wiedersehen, Constable. Inspektor, Sie haben bestimmt ein paar Fragen an mich. Ach, weißt du, eigentlich kann ich mir deine Antworten schon denken. Die kenne ich schon. Und bestimmt hast du auch ein ganz tolles Alibi. Allerdings. Ich war bei Dr. Winterbottom, genau wie es in meinen Kautionsbestimmungen steht. Fragen Sie Ihren Constable. Na bitte, ein erstklassiges Alibi. Siehst du, die Spucke für ein Gespräch mit dir kann ich mir sparen. Ich muss mich nur hier umsehen, in dem großen Schloss voller alter Kunstgegenstände, die bestimmt ein Vermögen wert sind. Auf dem riesigen Anwesen, da kriege ich schon meine Antworten, Mr. Erbschleicher. Genug! Ich werde mir deine Beleidigungen nicht länger anhören. Ich weiß nicht, was du in deinem kümmerlichen Bauernschädel alles zusammenreibst. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin nicht irgendein Sagensucher, der planlos herumtappt und dem man alles anhängen kann. Ich bin ein Landbesitzer und der Schlosser von Black Mirror Castle. Ein mächtiger Lord. Und wer bist du? Ein kleiner, strafversetzter Bulle. Und jetzt raus hier und zwar schnell. Okay, okay, Adrian. Für Sie ab jetzt Sir Adrian Gordon, kapiert? Und lassen Sie sich hier erst wieder blicken, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Wow, das war längst fällig. Ich lasse mir nichts mehr bieten. Egal von wem. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin ein Gordon. Und nicht irgendeiner. Ich bin der Einzige. Der Letzte der kümmerlichen Marcus-Linie wird der Erste der mächtigen Mordred-Linie sein. Tja, ab jetzt bin ich allein im Schloss. Keiner mehr da. Endlich habe ich meine Ruhe. Niemand will was von mir. Kein Alibi, kein Geld, kein gar nichts. Ich meine, außer einem Urahn, der meinen Körper in seinen Besitz bringen will. Ich sollte besser schnell herauskriegen, was es mit diesen Menhiren auf sich hat, von denen Victoria sprach. Was habe ich gerade gesagt?
Niemand will etwas von mir? Nanu? Na, vermutlich hat man vorne am Tor geklingelt. Was haben wir da? Noch mehr Post. Ein Brief von Murray? Was will denn der Kerl schon wieder? Solange sie den Hotelzimmerschlüssel nicht zurückgebracht haben, berechnen wir ihnen 100 Pfund pro Tag. Eine Rechnung über 500 Pfund für 5 Tage? Ich glaube, dem geht's zu gut. Diese Hütte ist sogar am Tag unheimlich. Ich habe nichts, wo ich das Benzin reinfüllen könnte. Und einfach nur den Tank leer zu machen, hilft mir nicht wirklich weiter. Hier stehen eine Menge Benzinkanister. Alle leer. So ein Pech. Aber ich nehme mal einen mit. Irgendwo lässt er sich füllen. Mit dem Schlauch kann ich das Benzin aus dem Tank saugen. Ein Kanister habe ich auch. Los geht's. Der Kanister ist halb voll. Das sollte genügen. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Vielleicht ist die Anordnung der Menhire wichtig. Ich trage ihn mal in meine Karte ein. Ich lege mir ein Blatt Papier auf die Wanderkarte. Dann kann ich mir wichtige Informationen darauf notieren.
Ich mache ein Kreuz an der Stelle, wo dieser Menhir steht. Jetzt habe ich schon 3 Menhire eingetragen. Das ist der 4. Eine Statue. Soll das die weiße Frau? Oh Mann. Der Reiniger ist echt stark. Da verschwindet sogar der Marmor? Aha. Das scheint auch nur eine Lackierung gewesen zu sein. Die Statue ist in Wirklichkeit aus... Ich tippe auf irgendein Gestein aus der Gegend. Granit vielleicht. Da hätte ich aber auch früher drauf kommen können. Die Statue ist aus demselben Stein wie die anderen Menhire. Und irgendwer hat irgendwann eine Statue daraus gemeißelt. Jetzt habe ich 5 Menhire eingezeichnet. Einer fehlt mir noch. Schwer. Natürlich. Man hat das Schloss um einen Menhir herumgebaut. Wahrscheinlich hat man den Grundstein direkt aus dem Menhir gehauen, als man ihn verstecken musste. Ich markiere ihn auf meiner Karte. Ich habe alle 6 Menhire eingezeichnet. Mal sehen, was ich damit herausfinden kann. Eine Verbindung zur Kirche kreuzt einen Menhir-Standort. Vielleicht gibt es dort ein Portal. Ich könnte den Pfarrer danach fragen. Wenn man vom Grundstein eine Linie über den Standort des Menhirs zieht, landet man direkt bei der Akademie. Auch wenn ich weiß, dass unter dem ganzen Schutt ein Portal vergraben ist, ich werde dort nie rankommen. Niemand wird das.
Eine Verbindung. Vielleicht gibt es... Seltsam. Eine Linie vom Grundstein über einen Menhir trifft das Hotel. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort eines der Portale zu finden ist. In der näheren Umgebung des Hotels vielleicht? Eine Verbindung zur Kirche kreuzt einen Menhirstand. Vielleicht gibt es dort ein... Hey, die Menhire um das Schloss stehen wirklich in derselben Formation wie dieses Sternbild. Aber was haben jetzt diese Portale damit zu tun? Und wo ist der Eingang? Eine Verbindung zur Kirche kreuzt einen Menhir-Standort. Vielleicht gibt es dort ein Portal. Ich könnte den Pfarrer danach fragen. Ich notiere mir, dass ich die Akademie überprüft habe. Die Scheibe ist locker. Die nehme ich mit. Hallo? Keiner da. Hallo, Vater. Adrian, willkommen in meiner Kirche. Vater Frederick, ich habe hier einen Brief gefunden. Einen sehr alten Brief. Sehen Sie ihn sich bitte mal genauer an. Aber der ist vom Vatikan. Von Papst Innozenz III. Persönlich. Weißt du, wie wertvoll der ist? Meinen Sie, wenn ich den versteigern würde, bekäme ich dafür ein paar Rollen Kleingeld? Wohl eher ein paar Koffer voll. Doch den materiellen Wert meinte ich gar nicht. Papst Innozenz gilt als der bedeutendste Papst des Mittelalters. Er rief den 4. und 5. Kreuzzug aus und formulierte die bis heute gültigen Grundlagen des Pontifikats. Wenn das hier ein Originalbrief von Papst Innozenz ist, dann ist das ein ganz außergewöhnliches Dokument. Ein Vertrauensausspruch der Kirche an die Urahnen deiner Familie. Du kannst wirklich stolz auf deine Familie sein. Wow, das höre ich so zum ersten Mal.
Ich habe das bisher auch immer nur für ein Gerücht gehalten. Aber hier hast du es schwarz auf weiß. Deine Familie wurde vom Papst persönlich dazu auserwählt, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Hört sich für mich eher so an, als ob sie dazu verdammt worden wären. Denn ganz offensichtlich ist ihnen diese Aufgabe ziemlich schnell über den Kopf gewachsen. Wir alle werden von Gott geprüft. Und es ist für jeden von uns eine Herausforderung. Aber nur der unerschütterliche Glaube führt uns schließlich durch die Dunkelheit ans Licht. Bitte sehen Sie sich den Brief doch mal genauer an. Da ist von einem Schattenportal die Rede. Ja, das stimmt. Einem großen und fünf kleinen. Aber davon habe ich vorher noch nie etwas gehört. Diese fünf kleinen markieren wahrscheinlich die Eingänge, die zum Großen führen. Das Große muss dann das beschriebene Schattenportal sein. Wie auch immer, jedenfalls glaube ich, dass eines der Portale hier unter der Kirche sein könnte. Unter der Kirche? Aber das ist doch... Aber nein, das könnte vielleicht wirklich möglich sein. Samuel hat doch damals das Grab von Markus aufgesucht. Und was soll ich sagen? Es ist eingestürzt. Seitdem ist es nicht mehr zugänglich. Ich war damals sehr betrübt über den Vorfall. Aber wenn ich es recht bedenke, dann kann so etwas ja nur einstürzen, wenn sich darunter ein Hohlraum befindet. Bingo. Aber heißt es in dem Brief nicht, dass die Zugänge versiegelt worden sind, damit niemals jemand zum großen Portal kommen kann? Und dass die Gordons dafür sorgen müssen, dass das auch so bleibt? Genau. Und ich bin der letzte Gordon. Nach mir gibt es keinen mehr, der darauf aufpasst. Deshalb muss ich die Sache aus der Welt schaffen. Ich bin der letzte Gordon. Das klingt nach dem letzten Mohikaner. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich? Mein Sohn, du musst ja nicht der Letzte bleiben. Es liegt an dir, ob es das Ende deiner Linie ist oder ein neuer Anfang. Also, falls ich mich dazu entschließen sollte, katholischer Pfarrer zu werden, dann wäre es wohl eher das Ende. Das kannst du dir ja noch überlegen. Dein Erbe ist ja nicht nur spiritueller Art, sondern auch materieller. Da wäre das Black Mirror-Anwesen zu verwalten. Vermutlich auch das in Wales. Eine große Verantwortung. Aber auch ein großes Geschenk. Und wie sieht es mit Ihrer Kirche aus? Die wurde doch von Marcus Gordon erbaut. Dann gehört sie wohl jetzt auch mir. So groß ist das Geschenk nun auch wieder nicht. Marcus Gordon ist zwar der Erbauer, aber er war auch ein treuer Sohn der Kirche und gab immer alles an sie zurück, was er von ihr bekam. Die Kirche von Warm Hill gehört allein sich selbst. Und natürlich den Menschen hier. Miss Antolini, die Krankenschwester von Victoria. Was wissen Sie über sie? Sie wurde von der Diakonie geschickt. Die haben sehr gut ausgebildetes Pflegepersonal. Kompetent und vertrauenswürdig. Persönlich kannten Sie sie nicht? Ich kenne die Leiterin der Diakonie, Mrs. Paft. Sie ist die Frau des Bruders der Bürgermeisterin, Mrs. Paft, also ihre Schwägerin. Aha. Aber Miss Antolini haben Sie nicht kennengelernt? Ich habe sie ein paar Mal gesehen, wenn ich Lady Victoria besucht habe. Machte einen netten Eindruck. Ich möchte noch einmal die Geschichte von Marcus und Morgan. Sehr, Mark, einig dort. Doch die Akkadat, ich im Grund sie sicher, aber war viel. Oder sie danke, haben. Vater. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf dein. Das Cabrio vom Constable. Vorschriftsmäßig ausgestattet mit Licht und Flickzeug. Zack hat sicher nichts dagegen, wenn ich mir sein Flickzeug mal ausleihe.
fertig. Die Flasche ist jetzt voll Wasser. Trinken würde ich es allerdings nicht. Aber ich habe den Hotelschlüssel noch. Und den würde ich dem alten Schlitzohr nur zu gern persönlich vor den Latz knallen. Hallo, Murray. Mr. Gordon! Immer eine Freude, Sie zu sehen. Mr. Gordon! Aha, es ist also auch schon bei Ihnen angekommen, dass ich der letzte Nachfahre der berüchtigten Adelsfamilie bin. Aber gewiss doch. Das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Dann ist Ihnen auch nicht in Gang, dass ich nicht nur den Namen, sondern auch das gesamte Black Mirror-Anwesen besitze. Oh, meine herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Erbschaft. Und natürlich mein allerherzlichstes Beileid für den Verlust Ihrer teuren Großmutter. Urgroßmutter. Das Süßholzraspeln können Sie sich für Ihre Touristen aufheben. Die letzten, die noch zu Ihnen kommen. Ich denke nämlich darüber nach, aus dem Schloss ein Hotel zu machen. Ein echtes Gordon's Palace. Hier ist doch alles geklaut. Sogar der Name. Murray, dafür kann ich Sie verklagen. Das ist Ihnen doch klar? Und ich glaube, das werde ich auch tun. Mr. Gordon, nun, ich gebe zu, wir hatten vielleicht die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber Sie werden doch nicht vergessen, dass ich Ihnen immer geholfen habe. Ich war es, der Sie aus dem Gefängnis geholt hat. Und ich war es auch, dem Sie es zu verdanken haben, dass Sie im Wald nicht erfroren sind. Bewusstlos, wie Sie da lagen. Ich habe Phil zu Ihnen geschickt und Sie ins Hotel bringen lassen. Als Mann von Ehre werden Sie das doch nicht mit einem kleinlichen Anwaltsstreit vergelten, oder? Ihre sogenannte Hilfsbereitschaft ist nichts weiter als eiskaltes Kalkül. Ihnen gehört ein für alle Mal das Handwerk gelegt. Vergessen Sie nicht die Fotos aus Ihrem Schrank, die eindeutig belegen, dass Sie sich Ihr Taschengeld mit Erpressung aufgebessert haben. Wenn ich damit rausrücke, sind Sie erledigt. Mr. Gordon, ich appelliere an unsere Freundschaft. Freundschaft? Du bist nichts weiter als ein widerlicher Parasit, der sich am Blut seines Wirtes dick und fett frisst. Ich bin die längste Zeit dein Wirt gewesen. Ja, mehr noch. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen anderen mehr finden wirst, den du aussaugen kannst. Ich werde dein Parasit sein. Was meinst du, wie lange du mich aushalten kannst, du Wurm, hä? Ich werde dir dabei zusehen, wie du zugrunde gehst und mich an deiner Qual laben. Und eines Tages wirst auch du in einem Keller neben Leichen aufwachen. Falls du überhaupt aufwachst. Schönes Leben noch! Dem hab ich's gegeben. Der wird sich hüten, mir nochmal in die Suppe zu spucken. Wie einfach das doch ist. Nur ein bisschen Druck ausüben und schon knickt alle Welt vor einem ein. Wen könnte ich denn als nächstes das Fürchten lehren? Tom? Oder lieber diesen tätowierten Knastbruder? Oder dieser komischen Alten, die immer von mir abhaut? Diese Nervensägen gehören mal ordentlich zurechtgestutzt. Ich frage mich, warum ich nicht schon früher auf den Tisch gehauen habe. Schluss mit der ängstlichen Duckmäuserei. Ab jetzt wird abgerechnet. Fuck. Das hört sich irgendwie gar nicht nach mir an. Eher wie das, was Victoria über Mordred erzählt hat, als er anfing, sich zu verändern. Er misstraute allem und jedem und wurde immer feindseliger. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Laut meiner Karte könnte dort unten eines der Portale zu finden sein. Ein schöner Platz, um sich Inspiration fürs Sterben zu holen. Hier ist Baden verboten. Das hier ist so etwas wie eine Vermisstenanzeige. Zwei Jungen sind nach einem Bad hier nicht mehr aufgetaucht. Es wird vermutet, dass sie ertrunken sind. Ihre Leichen konnten aber nie gefunden werden. Nicht unbedingt der Steg des Vertrauens. Na, na klasse. Ich wette, das Portal ist mitten im Fluss.
Da stehen 4 Menhire im Fluss. Das könnte ein Hinweis auf das Portal sein, aber ich komme nicht näher ran. Das ist nur ein Stück Treibgut, auf dem ein Rabe sitzt. Nichts Ungewöhnliches. Was macht Bobby denn da? Hey Bobby, was machst du da? Hallo Darren. Denise hat heute Geburtstag, aber ich habe kein Geschenk. Und dann willst du ihr einen Fisch fangen? Nein, ich will Muscheln sammeln, mit Perlen drin. Ich will Denise eine schöne Perlenkette basteln. Verstehe. Schau mal, Bobby. Wäre das nicht ein tolles Geschenk für Denise? Die schön. Du kannst sie haben. Danke, Darren. Das ist die Warthose, die Bobby angezogen hatte. Mit einem großen Loch drin. Bobby muss sie in der Eile beim Ausziehen zerrissen haben. Mit dem Flickzeug klappt das einwandfrei, als wäre es dafür gemacht. Fertig. Fehlen nur noch eine Clownsnase und zu große Schuhe. Passt perfekt. Jetzt hat der Eimer einen Glasboden. Die sehen genauso aus wie die Menhire am Schloss. Vermutlich markieren sie etwas. Okay, schauen wir mal. Hier wird es tiefer. Irgendwas ist da unten. Etwas Dunkles, aber genauer kann ich es nicht erkennen. Eine Taucherbrille wäre gut. Oder etwas, mit dem ich unter Wasser sehen kann, ohne tauchen zu müssen. Interessant. Und genau das, was ich vermutet hatte. Da ist eine Treppe, die in den Boden führt. Blöderweise hat der Fluss tonnenweise Kieselsteine die Treppe heruntergespült und damit alles blockiert. Also fast dasselbe Problem wie bei der Akademie. Drei Orte habe ich abgeklappert und keinen Zugang gefunden. Ein Strich über den Menhir am Tor endet mitten im Wald. Das wird ein Spaß, die richtige Stelle zu finden. Ich glaube aber, der Weg an der Waldkreuzung führt schon mal in die richtige Richtung. Im Moment kann ich nichts mit der Karte anfangen.
Hier finde ich eh nichts mehr, also kann ich die Warthose auch da lassen. Den Eimer lasse ich auch hier, falls Bobby mal wieder nach Geschenken suchen will. Ich habe die Ruinen, die Kirche und den Fluss ausgeschlossen. Hoffen wir, dass sich im Wald mehr finden lässt. Wenn ich meinen Fähigkeiten als Kartograf vertraue, was ich auch tue, dann müsste über diesen Pfad eines der Portale zu finden sein. Ich bin mir zwar nicht sicher, wofür ich den brauchen kann, aber da lässt sich bestimmt was finden. Lebensgefahr. Betreten des Waldes verboten. Achtung, Jagdsaison. Fallen- und Schusswaffengebrauch. Bin ich jetzt im falschen Film? Willow Creek? Oder was ist hier los? Keine Tretminen? Na dann geht's ja noch. Eine Bärenfalle Modell Mammut. Was zum Henker jagen die hier? Oder die Leute hier wollen sich vor etwas schützen. Eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen. Die Schilder raten mir eindeutig davon ab, hier weiterzugehen. Der Pfad führt Richtung Sumpf. Ich gehe da besser nicht planlos lang. Erst muss ich wissen, wo ich ungefähr hin will. Der Pfad führt Richtung Sumpf. Ich gehe da besser nicht planlos lang. Erst muss ich wissen, wo ich ungefähr hin will. Auch wenn ich weiß, dass unter dem ganzen Schutt ein Portal vergraben ist, ich werde dort nie rankommen. Niemand wird das. Außer jemand kommt auf die Idee, hier eine U-Bahn zu bauen. Der Pfad führt Richtung Sumpf.
Die Linie vom Grundstein über das Gewächshaus endet in der Nähe eines Sumpfs. Ich sollte die Stelle mal überprüfen. Wenn die Karte stimmt, müsste man hier dem Trampelpfad nach Norden folgen, um zu dem Ort zu kommen, wo sich eines der Portale befindet. Ziemlich sumpfig hier. Trotzdem, das hier muss die richtige Stelle sein. Weit und breit kein Portal. Dann muss es wohl schon vor langer Zeit im Sumpf versunken sein. Keine Chance, da ranzukommen. Das sieht aus wie ein alter Metalldetektor. Ist bestimmt kaputt, aber sowas lässt sich ja reparieren. Die Brücke führt bis zur Hälfte in den Sumpf, dann versinkt sie im Boden. Der Boden da ist ziemlich sumpfig. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Hier liegen jede Menge Knochen von kleinen Tieren, Vögel oder Eichhörnchen, keine Ahnung. Hier liegen jede Menge Knochen. Ein Transistorradio. Ein Gerät, mit dem man Signale empfangen kann. Ich glaube, das wird sich noch als nützlich erweisen. Wenn ich die kaputte Elektronik mit der aus dem Radio ersetze und die Antenne, ja, hier noch das Kabel. Geschafft. Und wenn ich in E-Technik richtig aufgepasst habe, dann müsste das funktionieren. Bevor ich gehe, würde ich gern nochmal nach Phil sehen. Immerhin ist er schon 3 Tage im Keller eingesperrt. Shit! Phil ist tot. Ich kann nicht erkennen, woran er gestorben ist. Vielleicht ist das meine Schuld. Immerhin habe ich ihn eingesperrt und vielleicht hatte er vor lauter Hunger und Durst keine Kraft mehr. Verdammt! Aber nein! Nein, als ich ging, habe ich die Kellertür abgeschlossen. Und als ich wiederkam, war sie offen. Es muss in der Zwischenzeit jemand hier gewesen sein. Den Motor kenne ich noch gut genug. Alles Schrott. Allein die Batterie könnte man noch verwenden. Verriegelt. Ich entriegle die Motorhaube. Hey, hier liegt noch einer von diesen Leuchtstickern. Ich nehme ihn mit. Ich nehme die Batterie mit. Die ist nicht mal festgeschraubt.
Nichts. Das Ding ist kaputt. Ich ersetze die kaputte Batterie durch die aus dem Auto. Zum Glück haben beide dieselbe Spannung. Es funktioniert. Hervorragend. Hoffen wir, dass die Batterie lange genug hält, bis ich wieder aus dem Wald raus bin. Gut, es kann losgehen. Ich markiere die Fallen mit den Leuchtstickern, damit ich es später einfacher habe. Hier muss es sein. Das ist die Stelle, an der eines der Portale zu finden sein muss. Noch mehr Menhire. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Bewegt sich da was? Oder sehe ich schon Gespenster? Also mich wundert hier gar nichts mehr. Boah, das ist mal ein Brocken. Hier ist ein Spalt unter dem Fels. Könnte ein Kaninchenbau sein. Das wollte ich schon immer mal machen. Puh, der Fels ist härter, als ich dachte. Mehr als 2 Dutzend Löcher habe ich jetzt gebohrt, aber er will einfach nicht brechen. Sprit habe ich auch keinen mehr. Und es ist verdammt kalt geworden. Zwei Dutzend Löcher. Alle etwa einen halben Meter tief. Heute Nacht wird es starken Frost geben und das Wasser kann gefrieren. Dadurch dehnt es sich aus und theoretisch sollte das den Fels knacken. Jedenfalls sollte es das, wenn das Physikstudium nicht komplett umsonst war. Halt, ich brauche noch etwas, um die Löcher zu verstopfen. Ansonsten habe ich morgen nur Eiszapfen in den Löchern stecken und der Fels ist noch heil. Ich breche den Ast in kleinere Teile. Perfekt. Die Äste werden dank der Feuchtigkeit aufquellen. Das sollte verhindern, dass das Eis aus den Löchern kommt. Jetzt muss ich nur noch bis morgen warten. Die sind genauso angeordnet wie die Menhire im Fluss. Was macht Bob? Bobby? Hey, Bobby! Was ist los? Tom hat mich gehauen und rausgeworfen. Warum, weiß ich nicht. Macht er das nicht ständig? Nicht mit Prügel. Wieso gehst du nicht zur Polizei? So war ich schon. Der Inspektor hat mich weggeschickt. Er will von mir nichts hören, hat er gesagt. Denise hat mich auch weggeschickt. Sie sagt, ich soll mich nicht beschweren. Und jetzt sitzen alle im Pub und lassen mich nicht rein.
Soll ich dir ein bisschen Geld geben, damit du im Hotel wohnen kannst? Nein, ich will kein Geld mehr haben. Tom nimmt mir immer alles weg. Du könntest bei mir im Schloss übernachten. Das ist sehr nett, Darren. Aber ich mag das Schloss nicht. Ich will nicht sterben. Soll ich mal mit Tom reden? Das ist keine gute Idee. Er will dich umbringen. Aber du sagtest doch, der Inspektor ist mit im Pub. Ja? Er ist sicher nicht so dumm, mich vor dessen Augen umzubringen. Außerdem hat der Kerl endlich mal eine Abreibung verdient. Ich kann mir das nicht länger tatenlos ansehen. Ich klär das für dich. Hoffen wir, dass der Inspektor wirklich da ist. Ansonsten wird das Toms letzte Nacht. Tom, komm mal wieder runter. Du hältst die Schnauze. Ich will jetzt verdammt nochmal wissen, wo du die Kette her hast. Warum sollte ich dir das sagen? Bah, lass es. Die hatte ich einem Freund ausgeliehen als Pfand. Die war nicht dazu da, sie zu verschenken, verdammt. Freund? Seit wann ist Bobby dein Freund? Was hat denn Bobby damit zu tun, ne? Ey, was soll das denn? Lass deine Finger von Denise, sonst wanderst du direkt in den Bau. Halt du dich da raus, du. Dorfbund. Pass auf, was du sagst, Bürschchen. Was soll das mit Bobby? Was hat er mit der Kette zu schaffen? Na, er hat sie mir geschenkt. Vorhin. Zum Geburtstag. Was? Das kann doch nicht... Ich bring ihn um, diesen Penner. Wenn hier jemand mordet... Dann bin ich das. Was zum Geier will die Pfeife denn hier? Du hörst mir jetzt ganz genau zu, stinkender, hirnloser Scheißhaufen. Wenn du, Bobby, noch ein einziges Mal auch nur ein Härchen krümmst, dann wirst du dir wünschen, niemals geboren worden zu sein. Hast du das kapiert? Oh, eure Lordschaft geben Befehle. Dann warte. Hey, Bulle, hol die Handschellen raus. Der Typ da hat Phil umgebracht. Jetzt reicht's aber. Du bist ja völlig betrunken. Ich dachte, dein Bruder wäre der Dümmere von euch beiden. Und es läge daran, dass du nicht nur der Bruder... sondern auch sein Vater bist. Aber jetzt sehe ich ein, dass es genau andersherum sein muss. Ah! Verdammt. Angelina, sie war wirklich böse. Von Anfang an. Diese schwarzen Augen. Wie ein Dämon, eine Hexe. Ich denke, ihr Unterbewusstsein verarbeitet ihre Beziehung zu ihr. Nein, das ist nicht mein Unterbewusstsein. Ich erinnere mich an diese Begegnung, an ihr Gesicht. Was war das für ein Spiegel? Und wo war das? Diese Erdspalte, Sie erinnern sich? Ich bin hineingeklettert, um Angelina zu helfen. Dort unten war ein großer Raum, da stand dieser Spiegel drin. Vielleicht war es eine Höhle mit einem unterirdischen Fluss. Und das Spiegelbild darin war einfach nur verzerrt. Nein, tut mir leid, Doc. Vor ein paar Tagen hätte ich Ihnen das noch abgenommen. Aber diesmal bin ich mir absolut sicher, dass es keine Einbildung oder irgendein Zaubertrick von meinem Unterbewusstsein ist. Es ist wirklich passiert. Entschuldigen Sie kurz. Dr. Winterbottom? Ja, er ist noch hier. Wir sind... Können wir... Ja, ist gut. Ich sag's Ihnen. Hallo, hier spricht Obermacker Spooner. Wir haben eine Leiche gefunden und wollen diesen Gordon sofort verhaften. Schicken Sie ihn unverzüglich her. Fast. Es war der Constable. Der Inspektor wartet im Café auf Sie. Sie sollen nach der Sitzung mal vorbeikommen.
Im Café? Will er mir eine Runde Donuts spendieren? Warum nicht? Adrian, es ist an der Zeit, Frieden zu schließen mit der Welt. Warum nicht mit dem Inspektor anfangen? Schon gut, Doc. Ist vielleicht alles ein bisschen viel. Die laufenden Ermittlungen gegen mich, die ständigen Verdächtigungen, die Visionen, das Schloss, das erdrückt mich. Weil Sie alles allein machen wollen, lassen Sie sich helfen. Von mir, vom Inspektor und, warum nicht, von einem Butler. Ja, ich glaube, ein Butler wäre genau das Richtige für Sie. Sie haben richtig gelegen mit Ihrer Entscheidung. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Was für eine Entscheidung? Dass zu einem Schloss ein Butler gehört? Nein, dass Sie damals nicht Pathologin geworden sind, sondern Psychologin. Die Entscheidung meine ich, Doc. Oh, danke, Adrian. Bis später, Doc. Bis da... Ganz schön wenig los hier. Wie verdient Murray denn an dem ganzen Kram hier Geld? Aha, eine Spendenkiste. Für die Hinterbliebenen steht da. Ja, sicher. Und eine Kamera. So kann Murray von zu Hause aus sehen, ob die Leute auch spenden. Tagebuch des Mörders steht da drauf. Mit blutiger Schrift. Ja, klar. Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr wundern soll. Dass Murray tatsächlich Nachbildungen von Dr. Hermans abgeschlagenen Kopf gemacht hat? Oder dass jemand eine davon gekauft hat? Wer zum Teufel tut sowas? Hier sehen Sie ein typisches Touristenpärchen von Willow Creek. Vermutlich auf romantischer Hochzeitsreise. Hier war die Gordon-Chronik drin. Auf dem Zettel steht, dass sie auf Wunsch der Familie Gordon aus dem Museum entfernt wurde. Das ist Vic Valley. Er wurde vor 12 Jahren tot in einem Steinkreis gefunden. Seine Schwester hat ihn hoffentlich hier nie zu Gesicht bekommen. Kompliment an Murray. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das bin ja ich. Gesucht, gefährlicher Brandstifter. Der amerikanische Tourist Darren Michaels steht unter dringendem Verdacht der Brandstiftung. Es werden noch Zeugen gesucht, die Angaben zum Ablauf des Brandabends machen können. Jeder Hinweis zählt. Fehlt nur noch die Kopfgeldprämie. Der Leuchtturm in Miniaturgröße. Mundgeblasen von Marys Bastelverein. Eine Nachbildung von Miss Valleys Brandleiche? Also damit ist meine Schmerzgrenze erreicht. Kann man Mary nicht wegen Geschmacklosigkeit verklagen? Utensilien von Dr. Heinz Hermans Knochensägerei. Mary ist gut aufgestellt, was seine Mördervermarktung angeht. Die Ketten und Fleischerhaken hängen hier nur zur Deko, weil sie so hübsch sind. Verschiedene Broschüren über die Geschichte von Willow Creek. Flussumleitung, die alte Akademie, Skelettfunde, Ausgrabungen, die Gefahren des Sumpfs und so weiter. Nichts wirklich Interessantes dabei. Alle Broschüren wurden von Edward erstellt. Er scheint sich sehr für Geschichte und Archäologie zu interessieren. Hätte es die schon eher in Serie gegeben, hätte Samuel sich die Morde sparen können. Was steht da? I love blood und kill me. Und was steht da drauf? Take my soul. Hat Murray Gipsabdrücke von seinem Hintern gemacht und verkauft sie jetzt als Totenmaske? Das sind die alten Sachen vom Heimatmuseum, das vorher hier drin war. Hi. Das Schild? Bitte nicht mit dem Personal reden.
Ah, ja. Komischer Typ. Bestimmt kein echter Polizist. Ich will die Touristen nicht von ihrem Museumsbummel abhalten. Die Bilder stellen die Mordschauplätze dar. Das hier zeigt den Leuchtturm, bei dem Miss Valley ums Leben kam. Das ist der Zaun, auf den William Gordon nach seinem Fenstersturz fiel. Und ein paar Wochen später auch Samuel. Dr. Hermans Sterbeszene. Director's Cut. Die Endlosversion. Wäre Herman damals nicht von Samuel umgebracht worden, wäre er jetzt vielleicht Marys Aushängeschild. Das ist wohl die Rückseite von Black Mirror Castle. Die Stelle, an der vor 12 Jahren der damalige Gärtner starb. Das Bild kennt man aus der Zeitung und von Postkarten. Der Steinkreis. Dort wurde Vic ermordet. Miss Valleys kleiner Bruder. Das Bild gibt's im Hotel auch in Postergröße. Ein alter Sekretär. Wozu steht der hier? Wurde darauf jemand ermordet? Oder damit? Mein Vater. Samuel Gordon. Dargestellt als blutrünstiger Mörder. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber irgendwie kann ich ihn jetzt verstehen. In dieser Vitrine lag eine mysteriöse schwarze Kugel, bis Angelina sie gestohlen hat, um ein Portal zu Mordred zu öffnen. Ich soll nicht mit ihm reden. Verschiedene Broschüren. Flussumlauf, nichts wirklich interessant. Alle Broschüren wurden von Edward erstellt. Wo ist denn die Fleischkapuze hin? Hi, Adrian. Der werte Herr Gordon erbarmt sich, mich zu besuchen. Haben Sie was genommen? Setz dich. Erinnerst du dich noch an gestern Abend? Nur bis zu dem Schlag ins Gesicht. Danach habe ich seltsamerweise einen Filmriss. Wirklich? Du bist aufgestanden, als wenn nichts gewesen wäre und einfach zum Schloss zurückgegangen. Ich bin dir noch gefolgt, weil ich dachte, du klappst jeden Moment zusammen. Aber nichts war. Nicht mal geschwankt hast du, hast den K.O.-Schlag weggesteckt wie ein Mann. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Danke für die Blumen, Inspektor, aber in Wahrheit habe ich's nicht so gut verkraftet. Der Blackout... Egal. Hauptsache, du kannst dich noch daran erinnern, was Tom sagte, als er dich entdeckt hat. Ich bring dich um? Ich hau dir auf die Fresse? Du kannst ihn übrigens anzeigen, wenn du willst. Klar, und dann auch gleich wegen Kidnappings. Mir glaubt doch eh kein Schwein. Ich habe vor 3 Wochen schon gesagt, dass er mich in Wales festgehalten hat. Bisher habe ich diese Entführungsgeschichte für eine Erfindung gehalten.
Aber die Reaktion von Tom lässt mich doch ein klein bisschen zweifeln. Aber was viel wichtiger ist, wer ist dieser Phil, von dem Tom meinte, du hättest ihn umgebracht? Fragen Sie doch Tom! Er ist den ganzen Morgen schon nirgends zu finden. Ach, und jetzt wollen Sie auf einmal meine Hilfe. Okay, Adrian. Vielleicht war ich nicht immer der Netteste zu dir. Wollen wir die Vergangenheit kurz vergessen? Habe ich da eben eine Entschuldigung gehört? Also... Phil ist der Typ, der mich vor einigen Tagen in seine Leichenkammer eingesperrt hat und mich umbringen wollte. Ich habe ihm eins übergezogen und bin abgehauen, aber ich weiß, dass er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat. Das heißt, die Leiche liegt noch da. Wo war das? In einem Anwesen im Wald. Ich glaube, es gehörte einem Dr. Heinz Hermann. Das sagt mir irgendwas. Hören Sie, Inspektor. Wie wäre es, wenn ich Sie einfach dorthin bringe? Bitte? Nach dir. Da wären wir. Die Tür ist zu. Und ohne einen Durchsuchungsbefehl dürfen wir dann nicht ohne weiteres rein. Ich glaube, das gilt nur für Sie, oder? Lass es mich so ausdrücken. Würdest du unerlaubterweise dieses Haus betreten, müsste ich sicher gehen, dass du auch ja nichts mitgehen lässt. Verstehe.